am 8. November. Sie hat mir meine Exzesse vorgeworfen. Ach, mit so viel Liebenswürdigkeit. Meine Exzesse, dass ich mich manchmal von einem Glase Wein verleiten lasse, eine Butil zu trinken. »Tun Sie es nicht«, sagte sie. »Denken Sie an Lotten.« »Denken«, sagte ich. »Brauchen Sie mir das zu heißen? Ich denke.« »Ich denke nicht. Sie sind immer vor meiner Seele. Heute saß ich an dem Flecke, wo Sie neulich aus der Kutsche stiegen.« Sie redete was anders, um mich nicht tiefer in den Text kommen zu lassen. »Ach, Bester, ich bin dahin. Sie kann mit mir machen, was sie will.« Am 15. November. Ich danke dir, Wilhelm, für deinen herzlichen Anteil, für deinen wohlmeinenden Rat und bitte dich, ruhig zu sein. Lass mich ausdulden. Ich habe bei aller meiner Mühseligkeit noch Kraft genug, durchzusetzen. Ich ehre die Religion, das weißt du. Ich fühle, dass sie manchem ermatteten Stab, manchem verschmachtenden Erquickung ist. Nur kann sie denn, muss sie denn das einem jeden sein? Wenn du die große Welt ansiehst, so siehst du Tausende, denen sie es nicht war. Tausende, denen sie es nicht sein wird, gepredigt oder ungepredigt. Und muss sie mir es denn sein? Sagt nicht selbst der Sohn Gottes, dass die um ihn sein würden, die ihm der Vater gegeben hat? Wenn ich ihm nun nicht gegeben bin, wenn mich nun der Vater für sich behalten will, wie mir mein Herz sagt. Ich bitte dich, lege das nicht falsch aus, sieh nicht etwa Spott in diesen unschuldigen Worten. Es ist meine ganze Seele, die ich dir vorlege. Sonst wollte ich lieber, ich hätte geschwiegen. Wie ich denn über alles das, wovon jedermann so wenig weiß als ich, nicht gern ein Wort verliere. Was ist es denn anders als Menschenschicksal, sein Maß auszuleiden, seinen Becher auszutrinken? Und ward der Kelch dem Gott vom Himmel auf seiner Menschenlippe zu bitter, warum soll ich groß tun und mich stellen, als schmeckte er mir süß? Und warum sollte ich mich schämen in dem schrecklichen Augenblick, da mein ganzes Wesen zwischen Sein und Nichtsein zittert, da die Vergangenheit wie ein Blitz über dem finstern Abgrunde der Zukunft leuchtet und alles um mich her versinkt und mit mir die Welt untergeht? Ist es da nicht die Stimme der in sich gedrängten, sich selbst ermangelnden und unaufhaltsam hinabstürzenden Kreatur, in den innern Tiefen ihrer vergebens aufarbeitenden Kräfte zu knirschen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und sollte ich mich des Ausdrucks schämen, sollte mir es vor dem Augenblicke bange sein, da ihm der nicht entging, der die Himmel zusammenrollt wie ein Tuch? Am 21. November. Sie sieht nicht. Sie fühlt nicht, dass sie ein Gift bereitet, das mich und sie zugrunde richten wird. Und ich mit voller Wollust schlürfe den Becher aus, den sie mir zu meinem Verderben reicht. Was soll der gütige Blick, mit dem sie mich manchmal ansieht? Die Gefälligkeit, womit sie einen unwillkürlichen Ausdruck meines Gefühls aufnimmt? Das Mitleiden mit meiner Duldung, das sich auf ihrer Stirn zeichnet. Gestern, als ich wegging, reichte sie mir die Hand und sagte, »Adieu, lieber Werther.« »Lieber Werther.« Es war das erste Mal, dass sie mich »Lieber« hieß. Und es ging mir durch Mark und Bein. Ich habe es mir 100-mal wiederholt. Und gestern Nacht, da ich zu Bette gehen wollte und mit mir selbst allerlei schwatzte, sagte ich so auf einmal, »Gute Nacht, lieber Werther«, musste hernach selbst über mich lachen. Am 22. November. Ich kann nicht beten, lass sie mir. Und doch kommt sie mir oft als die meine vor. Ich kann nicht beten, gib sie mir, denn sie ist eines anderen. Ich witzle mich mit meinen Schmerzen herum. Wenn ich's mir nachließe, es gäbe eine ganze Litanei von Antithesen. Am 24. November. Sie fühlt, was ich dulde. Heute ist mir ihr Blick tief durchs Herz gedrungen. Ich fand sie allein, ich sagte nichts, und sie sah mich an. Und ich sah nicht mehr in ihr die liebliche Schönheit, nicht mehr das Leuchten des trefflichen Geistes. Das war alles vor meinen Augen verschwunden. Ein weit herrlicherer Blick wirkte auf mich,
voll Ausdruck des innigsten Anteils, des süßesten Mitleidens. Warum durfte ich mich nicht ihr zu Füßen werfen? Warum durfte ich nicht an ihrem Halse mit 1000 Küssen antworten? Sie nahm ihre Zuflucht zum Klavier und hauchte mit süßer, leiser Stimme harmonische Laute zu ihrem Spiele. Nie habe ich ihre Lippen so reizend gesehen. Es war, als wenn sie sich lechzend öffneten, jene süßen Töne in sich zu schlürfen, die aus dem Instrument hervorquollen und nur der heimliche Widerschall aus dem reinen Munde zurückklänge. Ja, wenn ich dir das so sagen könnte. Ich widerstand nicht länger, neigte mich und schwur, nie will ich es wagen, einen Kuss euch aufzudrücken, Lippen, auf denen die Geister des Himmels schweben. Und doch, ich will. Siehst du, das steht wie eine Scheidewand vor meiner Seele, diese Seligkeit. Und dann untergegangen, diese Sünde abzubüßen. Sünde? Am 26. November. Manchmal sage ich mir, dein Schicksal ist einzig. Preise die übrigen glücklich, so ist noch keiner gequält worden. Dann lese ich einen Dichter der Vorzeit und es ist mir, als sähe ich in mein eigenes Herz. Ich habe so viel auszustehen. Ach, sind denn Menschen vor mir schon so elend gewesen?